Guten Tag. Der schöne Löwe und die schöne Löwin gehen zu Ende. Morgen ist schon ein anderer Tag. Ein paar Leute haben mir trotzdem geschrieben, der Löwe hat mein Leben zerstört. Ja, viele Leute, nicht nur gestern, aber auch schon vor Wochen. Viele Leute haben mir geschrieben, wie schrecklich das war, mit einem Löwen zusammenzuleben. Egoist, Narzisst, Psychopath, alles, was die Leute da geschrieben haben, ist wirklich schrecklich. Ich muss eins sagen, die Sterne reflektieren uns. Sie stehen in Beziehung zu uns, aber sie formen nicht unser Schicksal. Und es ist leider so, dass der Löwe braucht sehr, sehr viel Zeit, um über sich nachzudenken. Nicht über dich. Also die Leute, die so anhänglich sind und kuscheln wollen und zusammensitzen wollen auf der Couch und Videos gucken wollen und schöne Zeit zu Hause verbringen wollen mit Rotwein und immer kuscheln und sagen, liebst du mich, ich liebe dich, auch wie schön. Diese Leute brauchen mit den Löwen überhaupt nicht in Kontakt zu treten, weil das nicht geht. Und das muss man wissen. Es gibt Sternzeichen wie der Löwe, der braucht seine Freiheit. Ich habe schon gesagt, hast du schon einmal eine Löwin im Käfig gesehen? Eingesperrt, die Augen nach rechts und nach links. Und wie diese Löwe so hin und her geht, so ist ein Löwe auch zu Hause. Deswegen der Löwe, der zu mir nach Hause kommt, und ich habe ja schöne Musik, höre so einen schönen französischen Sender direkt aus Paris, Pop, Jazz, Klassik, Filmmusik, alles gemischt und manchmal Geige und manchmal Akkordeon dazwischen. Natürlich, da singt Elton John dazwischen und The Beatles und Joni Mitchell und Jacques Brel und dann wieder schöne Filmmusik. Der Löwe würde sich da sehr unwohl bei mir fühlen. Also die Leute, die das wollen und nur das anbieten wollen und sagen wollen, wir in die Küche gehen und schön kochen und dann machst du Rinderroulade und dann willst du noch ja, schön kuscheln. Das ist nichts für einen Löwen. Also der wird auf jeden Fall, wenn er um 7 Uhr kommt, um 21 Uhr meine Wohnung verlassen. Das ist keine Beziehung für einen Löwen. Und wenn du noch sagst, wollen wir jetzt ein bisschen Spaß haben? Auch hier in der Küche oder wir können ins Schlafzimmer, wie du willst. Das ist alles nicht für einen Löwen. Denn der Löwe braucht seine Freiheit. Er muss bestimmen über die Beziehung und nicht ich. Und er will keine Rinderroulade mit mir essen. Und er will weder in der Küche noch im Schlafzimmer Sex haben, weil er hat im Moment keine Lust. Und das musst du alles tolerieren und akzeptieren. Und wenn der Löwe sagt, ja, willst du noch mit mir ein bisschen Spaß haben? Und du sagst, ne, Entschuldigung, da kann der Löwe wirklich sofort nach Hause gehen. Weil er wollte da bestimmen. Er wollte Spaß haben. Und du musst ihn ein bisschen bedienen. Aber wenn du dazu nicht bereit bist, dann tschüss. Und deswegen, diese Beziehungen gehen so schnell kaputt mit einem Löwen. Und deswegen funktioniert das alles nicht, weil der Löwe hat andere Vorstellungen im Kopf und er will etwas anderes. Er träumt von einer anderen Welt. Er ist zwar Romantiker, auf jeden Fall, und er will ein bisschen romantische, schöne Momente haben, aber er muss darüber bestimmen, aber nicht du. Und deswegen gehen diese alle Beziehungen
so schnell zu Ende, weil der Löwe ist sehr dominant. Er will über dich bestimmen und nicht du. Du darfst nicht versuchen, einen Käfig selbst, goldener Käfig, nutzt nicht. Und du darfst nicht irgendwelche Leinen und Ketten, was auch immer, zu kaufen und im übertragenen Sinne und ihn anzulegen, das bringt alles nichts. Deswegen musst du so machen, wie er es will. Und wenn du dazu nicht bereit bist, und viele Leute sind nicht bereit, weil die andere Vorstellungen vom Leben haben, wie Stier zum Beispiel, schon auf der Couch sitzen, Rotwein trinken, Filme gucken. Und es gibt noch andere Leute, die, mein Gott, Vorstellungen vom Leben haben, Videos gucken zusammen. Das ist kein Leben für einen Löwen. Der Löwe muss frei sein, er muss entscheiden und du musst ihm etwas anbieten, ein schönes Leben. Aber das, was du ihm da anbietest, mit deiner Rinderroulade und Ausflug auf eine Insel und vielleicht fahren wir nach Timmendorf mit dem Auto, das ist alles lächerlich für einen Löwen. Der Löwe will viel, viel mehr von dir. Aber wenn du nicht dazu bereit bist, dann musst du dir ein anderes Sternzeichen aussuchen. Es gibt ja so viele. Aber der Löwe muss frei sein. Und deswegen diese Leute, die da mir geschrieben haben, der Löwe hat mein Leben zerstört, die brauchen sich nicht zu beschweren. Der Löwe war das nicht. Du musst nachdenken, vielleicht hast du das Leben von einem Löwen zerstört, weil er will viel, viel mehr, aber du warst nicht bereit, ihm das alles anzubieten. Für heute ist die Zeit um.